So, hallo. Des Weiteren eine neue Einheit zum Thema Kaninchen. Wir haben ja schon mal ein paar Sachen aufgebaut. Hier haben wir zum Beispiel ein paar Cherrytomaten. Die schneiden wir hier oben mit einem kleinen Ritz ein. Haben hier ein Blanchierwasser. Das wird praktisch so mit unserer Garnitur. Dann haben wir hier noch Füllmaterial für unsere Farce. Ein paar getrocknete Tomaten. Ein paar Pistazienkerne, die wir vorblanchieren müssen. Und ein bisschen Schnittlauch für Geschmack und Farbe. Zuerst blanchieren wir die Cherrytomaten. Das machen wir, damit wir die Haut lösen können. Hier in unserem Eiswasser hatten wir immer die Farce stehen, die holen wir kurz raus. Weil wir das gleich brauchen, indem wir die Cherrytomaten dann abschrecken. Das ist ganz wichtig, wenn ihr das nicht macht und lasst die praktisch so in diesem heißen Zustand, kann es euch sein, dass es eigentlich mehr wie Tomatensoße nachher wird. So, und hier seht ihr schon, die Haut will sich trennen. Das heißt, das war's schon. Im nächsten Gegenzug werde ich diese Pistazien vorblanchieren, die wir nachher hacken und reinmachen. Warum machen wir das? Damit sie weicher werden. Sonst machen die nachher die Farce kaputt beim Aufschneiden. So, hier sieht man schon, lässt sich die Haut wunderbar abziehen. So mit den Fingern. Man könnte auch die Haut dran lassen und diese Tomaten dann in der Fritteuse kurz frittieren. Dann müsste man das so machen, dass man das praktisch so aufstellt, so festhält und so in die Fritteuse gibt. Und dann wird diese Haut hier oben kross. Die stellt sich dann auf und wird kross. Da hätten wir praktisch sowas noch wie kleines Krönchen. Das machen wir jetzt aber nicht. Wäre ja auch nur eine Variante. So, das sind unsere Cherrytomaten, die brauchen wir nachher. Dann holen wir jetzt die Pistazien raus, die brauchen wirklich nicht lange. Stecken die auch kurz in Eiswasser ab. Dann haben wir hier noch ein paar Rosenkohlblätter, die wir auch ganz kurz blanchieren werden, aber wirklich nur ganz kurz, damit sie ihre Farbe behalten, beziehungsweise ganz kurz rein in Eiswasser, damit sie dann ihre Farbe behalten. Dann tun wir die nachher noch mal ganz kurz durch die Pfanne schwenken. Das reicht schon. Abschrecken. Und mal vorerst auf die Seite stellen. In der nächsten Zeit hacke ich kurz die Pistazien. Das reicht schon. So, dann haben wir hier unsere Farce, die wir schon mal vorbereitet haben. Wie man eine Farce macht, das zeigen wir euch mal in einer anderen Einheit. Wir machen die getrockneten Tomaten rein, die gehackten Pistazien. Bisschen Schnittlauch für die Farbe und für den Geschmack. Und mischen das Ganze. Guckt bitte auch, dass im Sommer ihr wirklich sowas entweder auf Eiswasser macht, beziehungsweise ich habe es jetzt mal kurz rausgerollt, damit ich es besser mischen kann. Damit euch die Farce nicht schlecht wird. Das ist ja fein gepuddertes Fleisch. Und verhält sich so ungefähr wie Hackfleisch. Das heißt, hier haben wir eine starke Vergrößerung der Oberfläche, natürlich sehr anfällig für Mikroorganismen. Deswegen machen wir das normalerweise immer auf Eis. Okay, das haben wir jetzt vorbereitet. Dann haben wir hier unser Fleisch. Das habt ihr ja schon in einer anderen Einheit gesehen.
Hier haben wir den einzelnen Bauchlappen, hier haben wir das Filetchen, hier haben wir den Rücken, die Leber, das Nierchen, den Rücken mit dem Bauchlappen und die beiden Keulen. Das hier werden wir jetzt gleich mal vorbereiten. Das heißt, wir werden das klopfen. Ich zeige euch das jetzt mal, wie wir das machen. Dazu haben wir hier eine etwas stärkere Folie. Ich habe hier eine Vakuumierfolie genommen, habe die aufgeschnitten. Und jetzt werden wir diesen Bauchlappen klopfen, praktisch weich klopfen und etwas vergrößern. Bitte nicht auf den Rücken klopfen. Ihr seht, mein Rücken ist noch ganz. Hier kann man wirklich relativ fest klopfen. Das geht bei anderem Fleisch eher nicht, weil das wirklich dieser Bauchlappen eine sehr feste Struktur hat. Jetzt gehen wir hin. Und werden die Farce gleich hier reinmachen. Man kann hier natürlich noch ein Trennmittel dazwischen machen. Ein Trennmittel wäre hier entweder blanchierte Wirsingblätter oder blanchierter Spinat. Kann man hier dazwischen machen. Da wir jetzt keinen haben, machen wir es auf die einfache Tour und werden es direkt füllen. Einer kleinen Palette verstreichen, dass er das recht gleichmäßig macht. Schlagen wir das Schwänzchen hier ein. Bitte aufpassen, wir würzen, die Farce ist schon gewürzt, nur noch, dass wir das Rückenstück hier gerade noch etwas würzen. So, jetzt muss man das Ganze rollen. Gut, wir rollen was. Ganz logisch. Wir schauen, dass der Rücken praktisch nachher mittig ist. Und dann können wir auf Kerntemperatur gehen. Dann würde das Ganze so aussehen. Jetzt schlagen wir das Ganze gleich noch in Folie ein.